Und Level Nummer 6. Der Kampf gegen die Hexe. Ich kümmere mich erstmal um die anderen Gegner, um 100% zu erreichen. Bevor wir uns um die Hexe kümmern. Wobei die Hexe selbst auch schon schwer genug wird gleich. So, wir gehen erstmal den Weg hier oben hoch. Müssen wir im Übrigen auch, glaube ich, nur einmal machen und danach ist das nicht mehr relevant. So, hier sind ein paar Gegner. Die möchte ich gerne mitnehmen. Das Problem ist, dass die Plattformen hier zerstörbar sind. Sprich, wenn man... Ja, ihr seht's. Wenn man sich nicht schnell genug um die Gegner kümmert, kriegt man die 100% nicht in diesem Level. So, das da vorne dürften die letzten beiden sein. Das war's. Dürften alle Gegner gewesen sein. 18 Kristalle, sprich 18%. So, und zwar werden wir hier von diesen Felsdingern abgeschossen. Wir sehen auch immer, wer auf uns zusteuern will. Verstecken uns hinter dem Kristall. Der große Kristall wird getroffen. Und wird dadurch ein bisschen zerstört, wenn er getroffen wird. Ja, nicht jedes Ding trifft jetzt gerade. Der wird einschlagen auf jeden Fall. So, da ist sie. Ja, und jetzt müssen wir... Ah, doch nochmal noch kurz da oben, und zwar die Dinger kaputt machen. So, die macht jetzt ihren tollen Laser, den ich nicht dodgen kann, ich Idiot. So, eine Combo reicht. Ja, wir müssen die Kristalle zerstören, um die Hexe zu retten. Das war doof. Ach du Scheiße. So, ein Kristall fehlt jetzt noch. So, ich dodge das lieber auf normalem Wege. Wenn man das überhaupt noch dodgen nennen kann, was ich hier mache. So, jetzt bitte nicht nochmal runterfallen. Au, das war knapp. So, letzter Kristall. Zack, das waren alle. Jetzt kommt sie im Grunde genommen dran. Macht natürlich mit ihren tollen Laserstrahlen weiter. So, das war die erste oder zweite Form. Das ist nervig, was sie jetzt macht. Und zwar wirft sie Kristalle nach uns. Im Grunde einfach nur laufen, weil wenn man einmal getroffen wird, kann man sich ausmalen, was passiert. Und zwar wird man dann nämlich von allen getroffen. Ah, jetzt kommt sie nämlich auch mit Kristallhänden. Vielleicht macht sie noch was Tolles. Genau, und zwar dieser Dash. Der richtig nervig ist. Den macht sie auch nicht nur einmal, sondern 4, 5, 6 Mal, wie es halt lustig ist. Oh shit, oh, schießt sie wieder mit Kristallen. So, gucken, dass man so weit wie möglich weg bleibt. Funktioniert. Boah, wenn das trifft, ey. So, hat wieder ihre tollen Kristallhände. So, sollte gleich aber auch der Abschnitt gemeistert sein. Ja, ist er auch. So, jetzt kommt die letzte Form. So, und zwar hier auf die Kristallhände. There is no way for humans to dwell in the mountains to the east.
Okay, das war die letzte Form. So, das war das letzte Level von Forward to the Sky. 100 Kristallfragmente natürlich, also das kriegt man im letzten Level easy, weil man muss die Hexe ja besiegen. Die Prinzessin hatte die Geschichte von den Kristallen erfahren und die Hexe ganz oben im Turm vorgefunden. Sie wollte der Hexe helfen und sie von den Kristallen befreien. Ohne die Kraft der Kristalle begann der Turm einzustürzen. Die Prinzessin sprang eilig in ihren Ballon, während die Hexe mit den Ruinen des Turms durch die Wolken fiel. Der Ballon flog auf die Hexe zu und schoss an dem herunterfallenden Schutt vorbei. Die Prinzessin ergriff die Hand der Hexe und die Hexe hielt mit aller Kraft und aus tiefstem Herzen fest. So, und das ist auch das Ende des Spiels. Also Forward to the Sky, eigentlich ein ziemlich putziges Spiel. Ist relativ kurz, 6 Level, nicht allzu lang. Ich weiß gar nicht, wie lange ich gebraucht habe. Beim ersten Mal durchspielen waren es, glaube ich, 90 Minuten oder 93 Minuten. Also 1,5 Stunden für so ein Spiel ist ganz okay. Der Legende zufolge lebte im Himmelsturm eine Hexe. Sie sah grauenvoll. Achso, ja, die ganze Geschichte wird ihm hier nochmal erzählt, die wir schon im Let's Play erzählt haben. War ein gemütlicher 100% Run, war jetzt nicht allzu anstrengend. Hat mir sehr gut gefallen. Also ich finde es eigentlich ganz witzig, hier ein paar Rätseleinlagen. Die Level waren ziemlich kurz. Aber so Spiele sind eigentlich... Ist abwechslungsreich, ja. So kann man sich ein bisschen entspannen, kann halt sowas mal machen. Hat mir gefallen. Also ich habe definitiv nichts auszusetzen. War eigentlich alles in allem ganz cool gemacht. Levels waren einfallsreich. Grafik hat mir sehr gut gefallen. Auch die Idee selbst. Ihr könnt gerne in die Kommentare eure Meinung dazu schreiben, ob ihr es selbst gespielt habt, ob ihr es spielen würdet, wie ihr es fandet, zuzuschauen. Ansonsten bedanke ich mich bei euch fürs Zusehen. Wir lassen das jetzt noch kurz zu Ende laufen. Und ja, ihr hört mich beim nächsten Let's Play. Also dann, haut rein!